Ja, ich freue mich besonders, dass die Bad Gasteiner Quellentage heuer zum ersten Mal stattfinden. Ich muss schon sagen, es ist wirklich schön, dass es hier im Ort auch noch Menschen gibt, die sich da einbringen, die mit persönlichem Engagement diese Quellentage da ermöglichen, von 6. bis 9. Und ich werde auch persönlich einen Vortrag halten, weil mir das Thema einfach wichtig ist. Das Bad Gasteiner Thermalwasser ist unser Schatz. Dieser Schatz ist noch nicht ganz gehoben. Daran werden wir alle arbeiten und ich freue mich auf besonders interessante Tage, auf gute Gespräche, gute Vorträge, gute Veranstaltungen und gemeinsam werden wir das schaffen, dass wir das Thermalwasser wieder mehr in den Mittelpunkt rücken und für Bad Gastein zu unserem wichtigsten Gut machen, weil das war es schon mal und da werden wir wieder hinkommen. Vielen Dank. Also, ich bin der Dr. Untner. Ich war 25 Jahre Praktiker in Böckstein, 5 Jahre Praktiker in Hofgastein, 20 Jahre Sprengelarzt in Bad Gastein, Notarzt bin jetzt nur immer im Heilstein, hilf denen teilweise aus, wenn es Personalmangel gibt und bin dort eigentlich mehr noch daran interessiert, wissenschaftlich zu arbeiten, damit wir endlich auf dem Gebiet weiterkommen, wie wir das Dornröschen wieder wach küssen können. Mein Name ist Reinhard Holber, ich komme aus Graz. Ich habe vor über 30 Jahren über die Universität Graz schon den Heilstollen kennengelernt, habe in den Sommermonaten sogar immer Praktikum gemacht, 3 Jahre lang immer im Sommer, so den Heilstollen und die Wirkungen, die wunderbaren Wirkungen sehr gut kennengelernt, die tollen Erfahrungen der Patientinnen und Patienten wirklich hautnah immer vermittelt bekommen. Heute komme ich selber als Patient, ich komme jedes Jahr, jetzt schon zum 12. Mal, wirklich jedes Jahr, 4 Wochen immer jedes Jahr nach Bad Gastein, mache hier die klassische Bad Gasteiner Kur, sehr viel mit den Wasseranwendungen, sehr viel mit Gasteiner Radonwasser, Heilstollen natürlich und dem als Abrundung das komplette physikotherapeutische Angebot, das eine Kur eben bietet. Und erlebe es am eigenen Körper einfach, wie gut es tut, wie man sich einfach wieder besser fühlt, wie man einfach wieder regeneriert, wie man einfach auch die Krankheitsbilder ja im Griff halten kann und stabil halten kann. Und ja, Bad Gastein ist für mich also weltweit einzigartig und das Gasteiner Quellenwasser ist der Ursprung. Es ist einfach der Kern, den man seit den alten Römern kennt und auch seit damals eigentlich zu den Heilzwecken nützt. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dieses heilkräftige, weltberühmte Wasser, wo ja viele Persönlichkeiten auch deswegen nach Gastein gekommen sind und hier im Thermalwasser gebadet haben, vom Kaiser Wilhelm über Franz Josef, über die Sissi, über den Sigmund Freud und, und. Man hat selber auch die Möglichkeit, also das auszuprobieren in Gastein mit den Anwendungen und man kann auch einmal ein bisschen besichtigen, die Quellen. Es gibt ja im Quellenpark wunderbare Möglichkeit, die Elisabethquelle, die stärkste Gasteinerquelle zum Beispiel, einmal mit einer Führung sich anzuschauen. Die Fledermausquelle zum Beispiel auch im Quellenpark sich anzuschauen und einmal wirklich ein bisschen zu spüren, wie das Wasser da aus der Tiefe auch mit aller Kraft herauskommt, selbstständig herauskommt, ohne Bohrungen. Man kann auch dann einmal ins Dunstbad gehen, dass man drauf kommt, dass das Dunstbad ja den Dampf faktisch von der Elisabethquelle faktisch eben übernimmt und der da aufgeleitet wird und dort seine Wirkung entfalten kann. Und im Prinzip ist es ja so, dass dieses Dunstbad, also von der Radonkonzentration her, eigentlich mit dem Heilstollen absolut vergleichbar ist. Der einzige Unterschied ist eigentlich der, dass man halt nicht so lange drinnen ist, nicht? Und damit wiederum ein anderes Wirkungsspektrum entsteht. Grüß euch, ich bin die Brigitte Rieslecker vom Naturladen Bad Gastein am Mozartplatz. Ich freue mich so, dass wir so ein tolles Programm anbieten können. Die Quellentage beginnen am kommenden Donnerstag, dem 6. Juni. Um 15 Uhr beginnt der Moser Sigi mit einem Spaziergang startend vom Museum aus und Besichtigung der Quelle. Dann beginnt um 17 Uhr die Eröffnung im Kunstraum Kraftwerk. Da freuen wir uns sehr, wenn wir alle Künstler und viele Einheimische begrüßen dürfen.
und um 18.30 Uhr am Donnerstag der Freddy Silbergasser mit einer Wasserfallmeditation direkt im Quellpark. Und am Freitag geht es weiter. Wir haben die Theresa Sommerbichler mit Waldbaden beginnend in Bürgstein. Dann ganz ein toller Beitrag ist auch im Nassfeld die Christina Granditz mit den Urkräften Gasteins. Die Karina Leitner noch mit einer Yoga-Einheit und begleitend mit Musik auf der Yoga-Plattform. Und ganz ein toller Beitrag ist auch von der Doreen in der Villa Excelsior in der Kapelle. Feeling Gastuna, Dancing Gastuna, sehr zu empfehlen. Gastein ist eigentlich durchs Thermalwasser weltberühmt geworden. Die 19 Quellen, die am Fuß vom Graukogel entspringen, einzigartig in der Temperatur zwischen 37 und 42 Grad mit einer gewaltigen Schüttung, über 5 Millionen Liter täglich, heißes, gesundheitsbringendes Wasser. Und dass man das einfach einmal wirklich auch in den Mittelpunkt stellt. Diese Veranstaltungen sind kostenlos. Es sind keine Anmeldungen erforderlich. Wir freuen uns einfach sehr, wenn viele kommen und mitmachen und sich freuen an dem, was wir in Gastein da haben.